Willkommen zurück im Ranking von Rocket League. Yeah. Inge ist wieder mit dabei, ihr hört es schon. Ja. Und letzte Folge, super Sieg gehabt, trotz Arroganz. Wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession. Wird jetzt aber definitiv die letzte Folge sein. Sollte es was gegeben haben, habe ich bereits geantwortet. Das habe ich schon mal erzählt. Auf einen neuen Sieg fürs Ranked. Und wir waren ja total überrascht beim letzten Mal, dass die Wüstenmap da auf einmal mit drin war. Wir hoffen halt noch, dass es die Ice Map auch noch gibt. Aber wir werden sehen. Jetzt volle Konzentration fürs Ranked. Wir reden jetzt auch den Rest der Folge nicht mehr. Ja, das muss ja nicht immer sein. Ups. Ich schreibe dann einfach hin, no commentary, just Ranked Skills. Inge halt! Nein, vorbeigesprungen. Okay, das passiert dem Besten. Wo ist das Scheißding? Da. Nein, er schießt. Oh. Hallo, das ist unser Tor. Könntet ihr da rausgehen? Keine Arroganz. Ja! Ich freue mich momentan über jedes Tor, was wir generell machen. Einfach fürs Ranking, ne? Ja. Ach, schade. Aber sie konnten es noch nicht nutzen. Ich bin auch wieder da. Ich lasse dich erstmal passieren, okay? Ausgespielt. Das war gut. Ja. Das war so ein Inge-Tor, ne? Scheiß Winkel, trotzdem drin. Och. Ich lasse ihm auch die Wiederholung. Er hat vielleicht aus Versehen noch weggedrückt. Hat er gut gemacht. Kriegt auch ein guter Schuss von mir. Da bin ich auch nicht so. So, jetzt zum Ende der... Nein! Das war ärgerlich. Jetzt zum Ende unserer Session. Kann ich auch mal die Frage stellen, was haltet ihr von diesen kürzeren Folgen? Gefällt euch das? Wenn auch eine längere mal wieder drin. Aber ich glaube, kürzer ist knackiger, ne? Da kann man mal schnell reinschieben, mal schnell reingucken. Ich glaube, das ist besser. Demnächst dann halt auch wieder mit ein paar anderen Leuten. Wir brauchen ja zumindest zum Beispiel auch noch einen Spieler für das 3 vs. 3 Ranked. Gucken, wer sich da etablieren wird. Wir haben ja potenzielle Mitspieler. Aber vielleicht mal wen ganz Neues. Mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, ein bisschen, ich spiele jetzt ein bisschen defensiver. Ist vielleicht ganz angebracht. Du darfst nicht vergessen, du musst 3 Tore schießen, ne? Pro Spiel. Fürs Ranking. Ja, wenn du es mir nicht gerade vor der Nase wegnimmst. Ach so, ja gut, stimmt. Aber das zähle ich halt auch als Tor für dich. Nein, da kann ich nicht ran. Nein! Ja, doch. Genauso, das verwirrt sie nämlich. Die denken, oh, guck mal, der fährt gegen seinen eigenen Ball. Dann kann ich ihn hier rüber spielen und macht Inge etwas? Ja! Geil, Vorlage. Knapp. Aber genau das war mein Plan, weißt du? Ja, ja. Ich hab's ja angekündigt, also, ey. Hab Videobeweis? Guckst du meine Folgen nicht oder was? Schön. Wir haben wieder ausgeglichen. Wird auf jeden Fall ein bisschen spannender, aber der Sieg muss trotzdem her. Ich habe gar keinen Boost. Okay, was machen die? Die warten ab, was du machst. Das ist interessant. Die wollen halt auch nicht verlieren jetzt, ne? Die sind jetzt, guck mal, die sind defensiver jetzt. Weil die wissen, wir spielen den Ball sowieso nach vorne. Und dann können sie zuschlagen. Ja, es bietet sich an, dass wir den Ball nach vorne spielen. Ja, sollten wir auf jeden Fall. Ich gehe aber trotzdem erstmal nur bis hier. Genau, jetzt kann ich nämlich wieder zurück. Ich lasse mich nicht locken. Auch wenn es immer verlockend ist, Tore zu schießen. Der wird schwierig. Der wird schwierig, wenn er den kriegt. Aber Inge ist pfiffiger. Pfiff. Oh, wieder den ganzen Popschutz voll gerotzt. Schön. Oh. Ja. Das sehe ich so gerne. Wow. Nein. Ja. Wow.
Hol mir jetzt mal Backpfeifen dafür. Oh, wir runterkommen. Vorlage auch bekommen. Knappes Ding, ey. Knappes Ding. Aber du kannst halt mit dem Pfosten halt auch mitmachen irgendwie, ne? Bei mir wäre er wieder gegen Pfosten und wäre bei uns ins Tor geflogen. Ja, ich meine, wäre der da nicht angeflogen gekommen, wäre der ganz klar in die Mitte vom Tor. Aber ich dachte, du hast den Pfosten noch so mit einkalkuliert. Wenn der jetzt fliegen würde, würde der halt gegen den Pfosten... Ja, genau. Ja, das, ja. Ich stelle vor jedem Schuss mathematische Berechnungen an. Fuck. Und dann reagiere ich den Berechnungen entsprechend. Nur sollten wir jetzt kein Tor kassieren. Brauchen wir nicht. Alles gut. Ich habe den voller Wut da rausgehauen. Ich wette, du hast eine bessere Position, oder? Ich war jetzt gerade hinten. Okay. Zur Sicherheit. Ja. Hier, den mache ich jetzt mit Sicherheit rein, okay? Sehr schön. Ich hab's. Alter, ich bin heute voll im Ankündigungsfieber. Ich lass das auch einfach an, ist mir egal, sollen die wütend werden. Dann mach ich mal so ein schönes Tor. Geil. Ja, da haben beide geschlafen. Also ich hoffe auch, dem Zuschauer fällt's auf, dadurch, dass wir länger nicht gespielt haben. Es bringt auf jeden Fall was, ne? Weil zum Schluss war ja wirklich nur noch. Das ist ja alles stagniert, ne? Wir waren halt nur noch in diesem Verlierersumpf gefangen. Und jetzt, wo man eine kleine Pause gehabt hatte, geht es tatsächlich schon wieder besser. Guck mal, hier kommt der nächste geile Ball. Ach, schade. Ach, da war er auch wieder mit dabei. Den Sieg haben wir, das ist gut. Kriegen heute zwar wahrscheinlich noch keinen Rang, aber wir sind dem Ganzen ein Schrittchen näher. Ist. Natürlich zieht sich das auch ein bisschen, weil wir ja diese kürzeren Folgen gerade haben. Aber umso spannender bleibt es auch. Und wenn man eine Folge hat, wo es einen Sieg... Oh, ach, schade. Sorry. Wo es einen Sieg und eine Niederlage gibt, da weiß man immer nicht, ob man sich freuen soll oder traurig sein soll. Und so gibt es halt immer eins von beiden. Nice, da macht er noch einen. Gibt es auch noch mal einen Applaus von mir? Ja, guck mal wieder, wie toll ich hier mit mir gespielt habe. Selber vorgelegt und ja, du hast dir gedacht, der redet die ganze Zeit, ne? Muss ich mich wieder mit mir selber beschäftigen. Und ich lasse Taten folgen. Genau. Anfassen sollst du dich ja auch nicht mehr so häufig. Was übrigens ein Grund für die ganzen Niederlagen war. Schön. Oh, ich hab. Oh, den Dachaufsatz, den muss ich jetzt noch vorführen. Da gehen wir mal ins Hauptmenü, bevor wir die Folge beenden. Das passt perfekt. Ich brauche aber ein anderes Auto. Wir nehmen mal den Grog, konnte ich glaube ich ganz gut spielen. Jetzt guck dir meinen Dachaufsatz an. Vielleicht hast du den aber auch schon. Warte. Da. Das ist doch sehr schön. Und dieses schöne Tiara, also dieses Diadem, sehen wir in der nächsten Folge von Rocket League. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao. Ciao.